einzig Geliebter. Im letzten Augenblick ist noch alles entdeckt worden. Der Mann, von dem ich dir schrieb, Onkel Peter, hat sich als ein verkleideter Detektiv entpuppt. Eben wollte Millie den Kuchen in den Mund stecken, da griff er ein. Im selben Moment erkannte ich ihn und las in seinen Augen, dass er alles weiß. Durch welche Teufelskunst es ihm gelungen ist, das wohlbewahrte Geheimnis zu erraten, ahne ich nicht. Glaube mir, Geliebter, ich bin nicht schuld daran. Rette dich, solange es noch Zeit ist. Von mir werden sie nichts erfahren, darauf kannst du dich verlassen. Du warst mein einziges Glück auf der Erde. Dich zu verlieren ist mein einziger Kummer, nun ich sie verlasse. Wenn diese Zeilen dich erreichen, bin ich nicht mehr am Leben. Den schlauen Detektiv habe ich trotz seiner Klugheit überlistet. Ich fand den vergifteten Kuchen, den er versteckt hatte, und... Beck las nicht weiter. Eine Verwünschung auf den Lippen stürzte er aus dem Zimmer und die Treppe hinauf. John Woodruff folgte ihm auf den Fersen. Er klopfte an Anna Coolins Tür. Dann drückte er auf die Klinke. Das Zimmer war verschlossen. Ohne Zögern rannte er mit der Schulter gegen die Tür, dass sie krachend zerborst. Drinnen war es ganz still. Hinter den hellen Cartoon-Vorhängen lag Anna Coolin auf der weißen Decke, hold und schön, wie eine reine Lilie. Sie war tot. Die reiche Fülle ihres hellblonden Haares lag wie ein Heiligenschein lose auf ihrem Kissen ausgebreitet. Ein zärtliches Lächeln spielte um ihre bleichen Lippen. Sie sah aus wie ein von Meisterhand gemeißeltes Bild der schlafenden Unschuld. Die beiden Männer, die auf sie niederschauten, überkam fast ein Gefühl des Mitleids. So groß ist die Zaubergewalt, die die Schönheit auszuüben vermag. »Wir kommen zu spät«, sagte Beck endlich mit leiser Stimme. »Es ist wunderbar, dass eine Teufelin so sehr einem Engel gleichen kann.« »Gott sei Dank, dass es nicht meine arme Millie ist, die dort liegt«, erwiderte Woodruff tief erschüttert. »Dies verruchte Mädchen hat selbst für sich die Todesart gewählt, die sie ihr zugedacht hatte. Sie hat sich der irdischen Gerechtigkeit entzogen, aber der Mann, von dem sie zu dem Verbrechen verführt wurde, der soll nicht leer ausgehen. Ich bringe ihn an den Galgen«, fiel ihm Beck mit großer Zuversicht ins Wort. Und so geschah es auch.